könnte Trump den Kupfermarkt positiv beeinflussen. Donald Trump wurde zum neuen US-Präsidenten gewählt und die Republikaner haben die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernommen, während die, wenn auch geringe Mehrheit im Senat, bedeutet, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre eine Partei die Regierung übernehmen wird, was für Donald Trump eine perfekte Grundlage ist. Auf den Sieg Trumps haben die NE-Metalle mit einem Anstieg reagiert. Der Kupferpreis ist bis auf 2,60 Dollar je Pfund gestiegen. Darüber hinaus will der neue US-Präsident die Infrastruktur des Landes fördern, und zwar durch ein Projekt im Wert von 1 Milliarde Dollar. An dieser Stelle sollte auch Chinas 6%iger wirtschaftlicher Zuwachs erwähnt werden, während auch Indien einen soliden Zuwachs fixiert, und zwar von rund 5 bis 6%. All das wird den Kupfermarkt während der kommenden Jahre sicher gut unterstützen. Während die geldpolitischen Stimulationspläne Trumps den prognosierten Aufwärtstrend des Kupfermarktes zusätzlich fördern werden. Amerika kommen ungefähr 7% der globalen Nachfrage nach Kupfer zu, während China für ganze 45% verantwortlich ist. Für das Jahr 2016 hat die internationale Kupferstudiengruppe einen ausgeglichenen Markt prognosiert, während die Gruppe für das Jahr 2017 ein Überangebot von mageren 160.000 Tonnen vorsieht, was aufgrund von veränderten Wetterbedingungen, eines raschen Anstieges der Nachfrage, einer sich schnell ausdehnenden Automobilindustrie oder der Infrastruktur oder sogar aufgrund von Streiks schnell in einen Mangel übergehen könnte. Man nimmt an, dass die von ehemals negativen Faktoren beeinflusste globale Produktion im Jahr 2016 aufgrund neuer Produktionsanlagen, die in den vergangenen 3 Jahren gebaut wurden, um 4% wieder steigen wird, und zwar bis auf 19,9 Millionen Tonnen. Die globale Produktion von raffiniertem Kupfer soll im Jahr 2016 um jährliche 2% gestiegen sein, und zwar bis auf 23 Millionen Tonnen. Und das Gleiche gilt auch für das Jahr 2017. In diesem Jahr soll die Produktion von raffiniertem Kupfer um bis zu 2% steigen. Das technische Bild sieht vielversprechend aus. Die Diagramme zum MICD und zum gleitenden Durchschnitt sehen recht gut aus und deuten auf höhere Kupferpreise. Im Jahr 2017 müsste der Kupferpreis bei rund 3,25 Dollar je Pfund liegen. Und nun ein paar Worte zu den Produzenten. Altona Mining ist in Australien tätig. Zusammen mit dem chinesischen Unternehmens RIC will Altona Mining in den kommenden Wochen ein gemeinsames Projekt starten, was Altona einen 34%igen Anteil des Bergwerks Little Eber des Projekts Clone Carry sichern wird. Es handelt sich um ein völlig schuldenfreies Unternehmen mit einem Kontoguthaben von rund 40 Millionen Dollar. Im Jahr 2019 sollen die Förderarbeiten beginnen, die jährlich voraussichtlich 40.000 Tonnen Kupfer und 17.000 Goldunzen einbringen sollen. Und das 13 Jahre lang. Sierra Metals ist in 3 mexikanischen Regionen und in Peru tätig. Der Konzern generiert einen soliden Geldfluss im Wert von 30 Millionen Dollar, während die Schulden gerade mal 85 ausmachen, während der prognosierte Anstieg der Kupfer- und Silberpreise die Erträge dieses Unternehmens zusätzlich fördern wird. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen 85 Millionen Pfund Kupfer gefördert. Mein Name ist Jochen Steiger. Ich bedanke mich für das Zusehen. Diese Ausgabe entstand in Kooperation mit Dukascope TV. Bis bald.